Ich habe eine Frage, die mich seit einiger Zeit beunruhigt. Ist der Mond wirklich für den Beginn des biblischen Monats zuständig? Geht es hier um einen Mondbetrug? Oder haben wir es mit etwas Ernsterem zu tun? Eine verrückte Autorität? Nur zur Klarstellung, bevor wir beginnen. In meinen Präsentationen gebrauche ich den Namen Yahweh, Yod-Heh-Waw-Heh, die vier hebräischen Buchstaben, anstelle von Herr oder Herren, was ein Titel und kein Name ist. Und ich gebrauche Yeshua anstelle von Jesus, was keine Übersetzung, sondern eine Transliteration ist. Das Wort Jesus hat weder im Hebräischen noch im Deutsch eine Bedeutung. Yahweh und Yeshua sind die ursprünglichen Namen und drücken ihre wahre Natur und Charakter aus. Lasst uns daran denken, dass der Vater einen hebräischen Namen hat und wie kann dann der Sohn einen griechischen Namen haben? Nun zurück zu unserem Thema. Ist der Mond wirklich für den Beginn des biblischen Monats zuständig? Die Juden und der Mond. Die meisten Christen, die etwas über die Bibel oder jüdische Lehren wissen, sind sich bewusst, dass die Juden dem Mond folgen, um den Beginn der biblischen Monate zu berechnen. Aus diesem Grund nehmen die meisten an und glauben es auch, dass der biblische Monat wirklich auf die Stellung des Mondes basiert. Hiob 31, die Verse 26 bis 28 sagen: Habe ich das Licht angesehen, wenn es hell leuchtete, und den Mond, wenn er vollging, dass ich mein Herz heimlich beredet hätte, ihnen Küsse zuzuwerfen mit meiner Hand? Was auch eine Missetat ist vor den Richtern, denn damit hätte ich verleugnet Elohim in der Höhe. Etwas zum ernsthaften Nachdenken, bevor wir weitergehen. Das habe ich von dieser Webseite hier, www.thoughtcompany.com. Da heißt es, der islamische Kalender basiert auf dem Mond, wobei jeder Monat mit den Mondphasen beginnt und entweder 29 oder 30 Tage dauert. Traditionell markiert man den Beginn eines islamischen Monats, indem man auf den Nachthimmel blickt und die Mondsichel, Hilal, die den Beginn des nächsten Monats markiert, sichtet. Dies ist die Methode, die im Koran erwähnt wird und von dem Propheten Mohammed gefolgt wurde. Sollte das uns nicht etwas zum Nachdenken geben und die Praktik mit der Sichtung der Mondsichel, die von Sabbathaltern gebraucht wird, in Frage stellen? Haben unsere Väter nach Jeremia 16,19 wirklich Lügen geerbt und diese an uns weitergegeben? Fragen, die wir für dieses Studium beantworten wollen. Wo begann die Sonnen- und Mondverehrung? Fand das irgendwo zwischen den Generationen von Adam und Noah statt? Stellen der Sonnengott und die Mondgöttin die Hauptnichtgötter dar? Oder gibt es noch weitere, noch wichtigere heidnische Götter? Wenn der Sonnengott und die Mondgöttin
die dominierenden heidnischen Götter sind. Welche von beiden nimmt die erste Stelle ein? Wenn der Sonne und dem Mond in irgendeiner Weise eine religiöse Beachtung gegeben wird, kann man das als Verehrung einstufen? Wenn die Sichtung der Sonne und des Mondes Teil des Gottesdienstkalenders ist, kann man das als Verehrung betrachten? Wird dieses Studio in der Lage sein zu zeigen, was trügerischer ist? Geht es hier um Sonnen- oder Mondverehrung? Hiob und der Mond. Was ist ein Geheimnis? Hiob lebte ungefähr zur selben Zeit wie Abraham, lange vor den 12 Stämmen Israels oder irgendeines Juden. Zur Zeit Abrahams war das Volk Jahwes als Hebräer bekannt. Dieses Studio beginnt mit der Geschichte angefangen bei Adam und bis zur Zeit Noahs. Dann werden wir die Geschichte von Sem bis Abraham, die Worte Hiobs, die Tora-Gebote von Moses und die alttestamentliche Geschichte der nördlichen Stämme Israel und den Stamm Juda untersuchen. Das Geheimnis wird durch das Verständnis der Geschichte gelöst. Die Juden und ihr Mond, haben wir es mit einem Geheimnis zu tun? Die meisten Menschen glauben, dass die Juden heute richtig sind, indem die bestimmten Mondphasen in Verbindung mit ihren Monaten und Jahresfesten folgen. Es ist tatsächlich wie ein Geheimnis, warum der Mond nicht einmal in Frage gestellt wird. Das Geheimnis wird gelöst, erstens, durch das Verständnis, was nach der Sintflut geschah, von der Zeit Sem bis Abraham, und wann die Anbetung anderer Götter tatsächlich unter den Heiden stark praktiziert wurde. Zweitens durch das Verständnis der Geschichte von Terah, Abraham, der aus Ur der Chaldäer kam, und wie sie von heidnischen Göttern beeinflusst wurden. Nummer 3. Durch die Erkenntnis, dass wir den Beispielen von Hiob und Abraham folgen sollen. Nummer 4. Indem wir genau verstehen, was Mose durch die Tora hinsichtlich der Verehrung des Schöpfers und nicht der Schöpfung sagte. Nummer 5. Durch das Verständnis der Geschichte von beiden Stämmen Israels, des nördlichen Reiches, bevor ihrer Verstreuung, und dann die Geschichte Judas. Von welchen Göttern waren die 12 Stämme fasziniert? Dann werden wir sehen, was die Nicht-Tora-Bücher über den geheimnisvollen Mond lehren. Werden wir dann mit unseren jüdischen Freunden übereinstimmen? Ja, wir werden in dieser Studie auf den Mond eingehen. Erstens, aus allen Nichtgöttern, also Götzen, welche nimmt wohl die Vorherrschaft ein? Zweitens, würden der Sonnengott und die Mondgöttern die höchste Stellung einnehmen? Drittens, von diesen beiden, welcher nimmt den ersten Platz ein? Adam, Eva und die Schlange. Satan als gefallener Luzifer stellte sich als einer, der mehr wusste als der Schöpfer da. Deshalb posierte er als höherer Gott, um sich die Anbetung widerrechtlich anzueignen. Die Schlange war der erste Nicht-Gott. Angenommen, dass die zwei beliebtesten Nichtgötter der Sonnengott und die Mondgöttin sind, welche würden Satan höchstwahrscheinlich im Garten repräsentieren? Römer 1,25 sagt, sie vertauschten die Wahrheit Elohims mit der Lüge. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer
und ewig zu preisen ist. Amen. Adam bis Noah. Die Frage ist, dienten sie anderen Göttern? Und wir haben hier die 10 Stammesväter aufgelistet. Adam, Seth, Enos, Kainan, Mahalalel, Jared, Henoch, Methuselah, Lamech und Noah. Hier ist etwas zum Nachdenken. Adam hatte das Vorrecht und die Verantwortung, 8 nachfolgende Generationen bis Lamech für fast 1000 Jahre zu lehren. Er hätte so viele wie möglich gewarnt, sich von fremden Göttern fernzuhalten. Es gibt keine Aufzeichnung in 1. Mose in den Kapiteln 1 bis 6, dass diese rechtschaffenen Patriarchen anderen Göttern dienten. So die Frage, wo begann die Verehrung fremder Götter? Nichtgötter vor der Sintflut. Und wenn wir Nichtgötter sagen, meinen wir fremde Götter oder Götzen. Heute gibt es tausende von Nichtgöttern, allerdings war das nicht immer der Fall. Vor der Sintflut glaubt man, dass heidnische Götter tatsächlich sterbliche Männer waren. Sie wurden geboren, führten Kriege, hatten Kinder und starben, worauf sie von ihren Nachkommen als Götter verehrt wurden. Das ist keine wilde Spekulation. Im Gegenteil, das ist eine Position, die fast alle Historiker der Antike einnehmen, einschließlich Isaac Newton, Augustine von Hippo, Eusebius, Justin Martyr, Josephus und so weiter. Es wurde allgemein geglaubt, dass wenn ein Mann gut war, er auch ein Gott werden könnte. Das geschah bis zu den römischen Kaisern und den heutigen Päpsten. Die Mythologien waren wirkliche Begebenheiten von echten Männern, die als Götter in ihrem Leben nach dem Tod erklärt wurden. Menschen, die als heidnische Götter verehrt werden. Augustinus, 400 nach Christus, schrieb, jene Gottheiten, die als Götter der höheren Ordnungen betrachtet werden, sind von uns in den Himmel gegangen. Fragt die, deren Gräber in Griechenland geehrt wurden. Um es zu vereinfachen, die heidnischen Götter der höheren Ordnung waren Menschen, deren Gräber in Griechenland sind. Sie begannen als Männer im Leben und wurden von denen, die sie überlebten, vergöttert und verehrt. Das war eine heidnische Praxis, die so weit verbreitet war, dass sie sogar auf den Seiten der Bibel festgehalten wurden. In Apostelgeschichte 12, 21 bis 23 lesen wir, aber auf einen bestimmten Tag tat Herodes das königliche Kleid an, setzte sich auf den Richtstuhl und tat eine Rede zu ihnen. Das Volk aber rief zu, das ist Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Alsbald schlug ihn der Engel Jahwes darum, dass er die Ehre nicht Elohim gab und ward gefressen von den Würmern und gab den Geist auf. Jüdische Helden wurden nicht vergöttert. Erste Mose 7 bis 9, 2350 vor Christus, nach der Flut. Nur 8 Menschen wurden zur Zeit der Sintflut gerettet. Noahs Familien vermehrten und verbreiteten sich im Land Ur der Chaldäer. Ham, Götzendienst, Heidentum verwandelte die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Römer 1,23. Jahwe musste sich ein Volk von den nächsten aufsteigenden Königreichen wählen und absondern. Dann haben wir Sem. Er bewahrte die reine Kenntnis und die Anbetung Jahwes bis auf seine Nachkommen Terah und die Söhne Haran, Abraham und Nahor. Hinweis, alle Daten sind ungefähre Berechnungen.
1. Mose 10, 8 bis 9, ungefähr 2250 vor Christus, Nimrod und Babel. Kusch war auch der Vater von Nimrod, dem ersten Gewaltherrscher auf der Erde. Der war ein kühner Jäger, heißt es in der Bibel. Als Nimrod starb, war er der erste Mensch, der als der Sonnengott vergöttert und schließlich Baal genannt wurde. Seine Frau Semiramis wurde zur Mondgöttin Aschera genannt. Tammuz, der uneheliche Sohn, wurde zum falschen Messias. Viele neue Sprachen beendeten den Bau des Turmbau von Babel und brachte Verwirrung. Deshalb wurden dem Sonnengott, der Mondgöttin und dem Tammuz in der jeweiligen Kultur neue Namen gegeben. Dies sind die drei wichtigsten falschen Gottheiten der Schrift. Nimrods geheime Identität. Astrologie, Hinduismus, Zoroastrismus, Mithraismus, Christentum und Islam. Das war die größte Verschwörung auf der Erde. Es fing alles an mit Nimrod, die erste Sonnengottheit, die Verehrung der Sonne, des Mondes und der Sterne. Namen der Nichtgötter finden wir hier auf dieser Tafel. Und zwar Israel hatte den Baal, die Ashtaroth und den Tammuz. In Phönizien hatten wir El, Astarte und Bacchus. In Babylon Belus, Rea, Ishtar und Tammuz. In Assyrien war es Ninus, Beltis und Herkules. In Griechenland Zeus, Aphrodite, Dionysius. In Rom Jupiter, Cybele, Diana und Attis, in Ägypten Ra, Isis, Hathor, Osiris und Horus. Das waren also erstens mal die Abstammung von Nimrod, der Herr des Himmels, Semiramis, die Königin des Himmels und der Sohn, der falsche Messias. Die biblische Geschichte der heidnischen Götter beginnen also mit Nimrod, dem Sonnengott. Erste Mose 11, 1925 vor Christus, haben wir die Taras-Familie. Obwohl die Familie von Sem eine Kenntnis der richtigen Anbetung Jahwes durch Tara hatten, wurde ihr Gottesdienst durch die Abgötterei, die in Ur der Chaldäer getrieben wurden, verdorben. Erste Mose 11, 31 heißt es, Tara nahm Abraham, Lot und Sarah und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa. Josua 24,2 sagt, und Josua sprach zu dem ganzen Volke, so spricht Jahwe, der Elohim Israels, eure Väter wohnten vor allem jenseits des Stromes, Tara, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Erste Mose 11, 31, also 1925 vor Christus, da heißt es in der Elberfelder Übersetzung, und Tara nahm seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, das Weib seines Sohnes Abraham, und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen bis Haran und wohnten daselbst. Jahwe musste für sich selbst ein Volk absondern, das nicht anderen Göttern diente. Haran war eine führende Siedlung mit einem Tempel, der der Verehrung des Mondes gewidmet war. Abraham wurde aus Haran herausgerufen, um sich in Kanaan anzusiedeln. Er war weiterhin rechtschaffen und treu und wandte sich nie
der heidnischen Anbetung zu. Tara verblieb in Haran. Tara verließ Haran nicht, denn er fühlte, dass das sein Land Kanaan war. Tara hatte ein Familienunternehmen mit der Herstellung von Idolen. Die Hauptgötter von Ur war der Sonnengott und die Mondgöttin. Mit was für Götter konnte Tara zu tun gehabt haben? Josua 24,2 sagte, dass Tara und Familie anderen Göttern diente. Die aus Ur kommenden, geformten Götter würden dem Bild von Nimrod und Semiramis ähnlich sein. Hinweis: Abraham siedelte nach Kanaan um, Laban dagegen nicht. Abraham durchforscht Kanaan laut 1. Mose 12, 1-4. In Haran erhielt Abraham den göttlichen Ruf, weiter nach Kanaan zu gehen. Die Frage: War Abraham ein Götzendiener, vor seinem Ruf nach Kanaan zu ziehen? Obwohl Abraham im Hause seines Vaters nicht gänzlich vom Götzendienst befreit war, gibt es in den Schriften keinen Hinweis darauf, dass Götzenverehrung ein Teil seines Lebens war. Wir lesen in 1. Mose 26, 5, weil Abraham auf mich gehört und meine Befehle, Gebote und Weisungen befolgt hat. Und das mag der Grund sein, warum Abraham nach Kanaan gerufen wurde. Lot ging mit ihm. So was geschah mit dem Rest von Taras Familie? Laban blieb in Haran, wie wir wissen. Laban wurde ungefähr 1890 vor Christus geboren. Um 1740 vor Christus stahl Rachel Labans Hausgott, laut 1. Mose 31, 19. 200 Jahre später befanden sich Bilder und Idole noch in Taras Familie. So, wenn wir das Wort Bilder nachschauen im Hebräischen, das Wort H 86,55 meint es Teraphim. Das war also ein Familienidol. Es ist Zeit, die Verbindung zwischen Teraphim, Bildern und Urgroßvater Tara herzustellen. Kommentar zu Tara und Teraphim. In 1. Mose 31, 25 bis 35 haben wir die Frage, die Laban dem Jakob stellte, nachdem er mit seiner Familie geflohen war. Warum hast du meinen Hausgott, also Götzenbilder, gestohlen? Der Wycliffe Bibelkommentar sagt Folgendes: Hier bezieht er, Laban, sich auf sein Teraphim. Offensichtlich war Laban mehr daran interessiert, seinen Hausgott oder Götzenbilder zu verlieren, als Jakobs Familie. Seine Durchsuchung konnte diese kleinen Götter nicht entdecken. Hier sind Barnes Notizen über Teraphim, das ist das Wort 86,55. Dieses Wort kommt dreimal in diesem Kapitel vor und nirgendwo sonst im Pentateuch. Es ist immer in der Mehrzahl. Die Teraphim waren Symbole oder Vertreter der Gottheit, wie Laban sie seine Götter nennt. Sie schienen Busen menschlicher Form zu haben, manchmal in Lebensgröße, siehe 1. Samuel 19, 13, die in voller Größe waren, wahrscheinlich aus Holz, die kleineren waren wahrscheinlich aus Metall. Sie wurden auf einem Ephod zum Zweck der Weissagung getragen, siehe 1. Mose 30, 27. Die Verwendung von ihnen in der Verehrung des wahren Elohims, die Labans von seinen Vätern geerbt zu haben scheint, Josua 24, 2, wird als Götzendienst bezeichnet,
in 1. Samuel 15, 23. Und daher werden sie mit den Götzen und anderen Gräueln schließlich durch Josua vernichtet. Siehe 2. Könige 23, Vers 24. Welcher Nichtgott gewinnt die Oberhand? War es der Sonnengott? Oder die Mondgöttin? Beginnen wir mit der Untersuchung von Laban. Untersuchung des hebräischen Namens Laban. 1. Mose 31, 30 und 34, da heißt es: Und Laban sprach zu Jakob: Warum hast du meine Götter gestohlen? Das ist nach der Elberfelder Bibel. In der neuen evangelistischen Übersetzung heißt es: Aber warum hast du mir auch noch meinen Hausgott gestohlen? Vers 34: Rahel aber hatte die Teraphim genommen und sie in den Kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt. Und Laban durchtastete das ganze Zelt und fand nichts. Vergleiche Tara und Laban mit dem Abbild und dem Mond. Ihr könnt euch das in Ruhe anschauen und dieses Video anhalten. Es gibt heute sehr starke Hinweise, dass Tara in Haran eine Beschäftigung hatte, Idole herzustellen und zu verbreiten. Denkt daran, dass Tara aus Ur kam, das erste Zentrum der Götzenanbetung, und Haran war auch ein Zentrum der Mondverehrung. Für diese Worte gibt es keine Bestätigung in der Bibel, aber die Verbindung kann durch den Namen Tara und die Teraphim, Familienidole, die 200 Jahre später in Labans Besitz waren, bewiesen werden. Rahel begehrte diese Götzenbilder. Das Familienunternehmen von Tara. Taras Geschäft der Herstellung von Götzenbildern wurde über Generationen weitergegeben, sodass eine Reihe dieser wertvollen Familienidolen vorhanden waren. Alles verweist auf die Familienidole hin, die mit der Mondverehrung verbunden sind. Laban und Lebana. Diese waren sehr wahrscheinlich Mondidole, die direkt von Semiramis in Babylon stammen. Ägypten und die Mondanbetung. Abraham wurde gesagt, dass seine Nachkommen Knechte in Ägypten sein werden und nicht bis 430 Jahre vergangen sind, nach Kanaan zurückkehren würden. Ägypten hatte ihre eigenen Sonnen- und Mondgötter. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese zwei Hauptgötter eine Schlinge für Jahwes Volk waren, während sie sich in Knechtschaft befanden. Ra war Ägyptens Sonnengott, der mit den 10. Plage, als jede Familie ihren Erstgeborenen verlor, herausgefordert wurde. Zum Passa wurden alle Erstgeborenen, die unter dem Blut standen, vom Tode befreit. Auf der Wanderung auf dem Weg nach Kanaan waren es 42 Campingplätze. Schauen wir uns den Campingplatz Nummer 11 an. Das war ungefähr 1490 vor Christus am Berg Sinai, der 11. Campingplatz. Die Nummer 11 verbindet sich mit dem Tadel, Warnung und Durcheinander. Das Stammwort für Sinai bedeutet Unkraut, Dornen und Dämonen. In der syrischen Sprache bedeutet Sinai zu leuchten, wie der Mond, der in diesem Gebiet ein Gegenstand der Verehrung war. Dieser Campingplatz, der sich in einem Bereich der Mondverehrung befindet, ist genau der Ort,
an dem der Feind seinen Thron über Jahwe wieder erhöhen wollte. Nur 40 Tage nachdem der ewige Bund verkündet wurde, hatte Jahwes Volk dieses Bundesversprechen gebrochen und sie tanzten vor dem Abbild der falschen ägyptischen Dreieinigkeit. Diese Aktion war eindeutig eine Gotteslästerung, indem sie Jahwes Anbetung mit Götzendienst vermischten. Der 11. Campingplatz, die falsche Dreieinigkeit. 2. Mose 32, 4 und 5 sagt, und er, Aaron, machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten Land geführt haben. Da das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist Jahwes Fest. Das goldene Kalb war keine alleinstehende Einheit. Auf dem israelitischen Altar am Fuße des Berges Sinai waren drei Götter vertreten. Der physische Altarplatz steht noch immer am Fuße Jebel El Las und zeigt Fotos, wie der ägyptische Kalbgott wahrscheinlich aussah. Ägyptens unheilige Dreieinigkeit. In diesem Bild sehen wir zwei Götter. Und das ist nach dem Buch mit dem Namen Nach Kanaan berufen, Band 1, von Davis und Manfredine. Der goldene ägyptische Kalbgott stellt nicht den alleinigen Elohim Jahwe dar. Die Sonnenscheide repräsentieren den Schlangensonnengott als den Vater des Kalbgottes, wie er auf den Kopf des Stieres zeigt, da. Diese dritte Gottheit ist der weibliche Teil. Es ist nicht Teil des goldenen Kalbes selbst, sondern war Teil des Altarfundaments. Auf den Steinen sehen wir Petroglyphen, die den ägyptischen Gott darstellen sollten. Diese Gottheiten waren auch als Sonnengott bekannt, wobei die Mondgöttin seine Frau war. Ihr Sohn war der falsche Messias, Tammuz. Die Frage ist, was steht noch 3450 Jahre später? Der Altar repräsentiert die Mondgöttin. Mose gibt genaue Anweisungen in 5. Mose 4, die Verse 15 bis 19 und Kapitel 17, 2 bis 5. Wenn unter euch jemand gefunden wird, der vom Glauben abfällt, indem er seine Augen zum Himmel erhebt und die Sonne, den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels sieht und verleitet wirst, dich vor ihnen zu bücken und ihnen dienst, so sollst du jenen Mann oder jenes Weib, die diese böse Sache getan hat, zu deinen Toren hinausführen, den Mann oder das Weib, und sollst sie steinigen, dass sie sterben. Denn Jahwe hat geboten, dass niemand anderen Göttern, die durch die Sonne, den Mond und den Sternen dargestellt sind, dienen, noch besondere Aufmerksamkeit schenken sollst. Moses sagte dem Volk, sie sollten nicht den heidnischen Göttern folgen. Aber er sagte auch, dass wenn er stirbt, sie genau das tun würden. Jahwes Kalender. Die Heiden begannen ihre Tage mit dem Blick auf die Sonne. Sie begannen ihre Monate nach dem Blick zum Mond. Jahwes Kalenderbeginn folgt nicht den Wegen der Heiden, indem er zur Berechnung seiner Anbetungszeiten auf die Sonne oder den Mond schaut. Daher gibt es für Jahwe nichts Beleidigenderes als die Vermischung dieser profanen, abgöttischen Praktiken mit seinem heiligen Gottesdienst. Dies wäre die höchste Gotteslästerung und eine Handlung,
die der höchsten Stufe geistlicher Rebellion gleichkommt. Es ist ein Gräuel. Es waren diese heidnischen Wurzeln, die am Fuß des Berges Sinai, Jahwes heiligen Berges, gefunden wurde. Hüte dich, in einen Götzendienst zu verfallen, während du behauptest, deinen Schöpfer zu ehren und zu dienen. Wie steht es mit den christlichen Kirchen heute? Zuerst die Sonntagschristen. Alle ehren mit dem Sonntag, dem Tag ihrer Anbetung, den Sonnengott der Vergangenheit. Und wie steht es mit Sabbathalters? Alle ehren durch das Halten des Sabbats, angefangen beim Sonnenuntergang, am Freitagabend den Sonnengott der Vergangenheit. Und wie steht es mit Sabbathalters und den meisten Festtagshalter? Zusätzlich, indem sie den Sonnenuntergang beachten, ehren sie noch den Mond, indem sie den Monatsbeginn nach der Sichtung der Mondphasen berechnen, also die Mondgöttin. Welche dieser drei Gruppen ist die verführteste? v. Chr. Josua folgt Moses Führung. Josuas erster Feldzug vor dem Einmarsch in das Land Kanaan bestand darin, die Mondanbetungsstadt Jericho zu vernichten. Josua sagte, macht ein Feldgeschrei und die Mauern werden einstürzen. 1430 vor Christus, für 20 Jahre kämpfte er, um das Land Kanaan von heidnischen Menschen und Praktiken zu befreien. Bevor Josua starb, gab er ihnen strenge Warnungen, nicht anderen Göttern zu dienen. Das Volk versprach, gehorsam zu sein. Jedoch die heidnischen Götter waren immer noch ein Problem. 1425 vor Christus, Josua 24, 22 bis 23, haben wir einen Aufruf. Da sagte Josua, ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch für Jahwe entschieden habt und ihm dienen wollt. Ja, wir sind Zeugen, riefen sie, Vers 23, dann schafft auch die fremden Götter weg, die ihr noch bei euch habt, sagte Josua, und wendet euch mit ganzem Herzen Jahwe, dem Elohim Israel, zu. Hatte Israel immer noch fremde Götter? Sichem, das war der Ort der Entscheidung für Jahwe. In 1. Mose 12, 6 bis 7 heißt es, Abraham baute ein Altar für Jahwe in Sichem und der ewige Bund wurde dort mit ihm bestätigt. 1. Mose 33, 18 bis 20, Jakobs Altar war in Sichem, sein erster Wohnsitz in Kanaan. 1. Mose 35, 4, Jakob vergrub alle fremden Götter, also die Familienidole, unter einer Eiche, die neben Sichem stand. Josef 24, 32, Josefs Grab befindet sich zu Sichem. Josef 24, 1 bis 15, Josua versammelte Israel in Sichem, damit sie wählen können, wem sie dienen wollen. Dann in Josef 24, 14 bis 15, heißt es, so fürchtet Jahwe und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms und in Ägypten. Und dient Jahwe. Erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen Jahwe dienen. Josua 24, 25, Sichem war der Ort, wo Josua den Bund mit dem Volk erneuerte vor seinem Tod. Die Geschichte von Richter bis Maleachi. Die Geschichte des Abfalls im Alten Testament nimmt beträchtlich zu, nachdem Mose starb.
Von den Richtern ausgehend, wo die Schrift zuerst Baal und Asherah erwähnt. Geläufige Begriffe im Alten Testament. Wir haben Baal, der Sonnengott, oder Baalim, das ist die Mehrzahl, und Asherah, die Mondgöttin. Die Frage ist, wird eine von diesen heidnischen Göttern dominieren? Definitionen für dieses Studio. Baal, das war die oberste männliche Gottheit der Phönizier und Kanaaniter. Asherah war ihre weibliche Hauptgottheit. Die Verehrung von Baal zusammen mit der Asherah war unter den Hebräern üblich. Menschenopfer wurden auch von den Juden gebracht. Siehe Jeremia 19,5. Die Asherah, Ashtaroth oder Astarte, eine syrische Göttin, Idol, deren Anbetung unter den Israeliten sehr alt und verbreitet war. Sie wird allgemein im Zusammenhang mit Baal erwähnt und wird gewöhnlich mit Astarte, der Mondgöttin, identifiziert. Königin des Himmels. Der Mond wurde die Königin des Himmels genannt. Es gibt drei Zurechtweisungen von Jeremia bis Juda für dieses Gräuel. Und zwar in Jeremia 7, 18 und 44, 7 bis 19 und Vers 25. Haine, das sind Baumbilder zur Verehrung der Göttin Ashtaroth. Es war von Jahwe verboten, Haine zum Gottesdienst zu errichten. Wir haben 11 Erwähnungen im Alten Testament für Israelis Verehrung der Haine. Jesaja 40, Vers 20, desgleichen wer nur eine arme Gabe vermag, der wählt ein Holz, das nicht fault, und sucht einen klugen Meister dazu, der ein Bild fertige, das beständig sei. 2. Könige 17, 16, aber sie verließen alle Gebote von Jahwe, ihres Elohims, und machten sich zwei gegossene Kälber und Asherah-Bild und beteten an alles Heer des Himmels und dienten Baal. So, was sind Höhenheiligtümer? Das ist ein Begriff, der benutzt wird, um Orte des Gottesdienstes für Jahwe in Hainen zu beschreiben. Da finden wir 13 im Alten Testament. Götzendienstverehrung finden wir 9 im Alten Testament. Höhenheiligtümer zu zerstören finden wir 5 im Alten Testament. Chiun, das ist ein Idol, das von den Israeliten in der Wüste gemacht und angebetet wurde. Molech, Moloch und Milkam, ein Idol der Ammoniter, verehrt von Salomo und seinen ausländischen Frauen. Israel opferte seine Kinder auf Molochs geschmolzenen Arm. Da finden wir dieses 12-mal erwähnt im Alten Testament. Jeremia 7, 31, sie haben die Opferhöhe des Tophet errichtet, um ihre Söhne und Töchter dort zu verbrennen, was ich ihnen nie befohlen habe. Niemals ist mir so etwas in den Sinn gekommen. Hier sind noch einige Namen in der Schrift heidnischer Götter, die ihr euch selbst anschauen könnt, wenn ihr möchtet, indem ihr das Video anhaltet. Und hier ist noch eine Erklärung, Haran, das ist eine Stadt der wichtigsten Handelswege zwischen Babylon und dem Mittelmeer. Wie die Chaldäer verehrten die Einwohner von Haran Zin von alters her den Mondgott. Es war ein natürlicher Haltepunkt für Tara, sich dort, nachdem er Ur verließ, niederzulassen. Der Kult der Mondverehrung verbreitete sich nach dem 4. Jahrhundert weit ins Christentum. Die Fülle der heidnischen Anbetung, hier haben wir im Alten Testament Redewendungen und so weiter und wie oft diese vorkommen.
Für die aufgeführten Redewendungen gibt es mindestens 887 Referenzen im Alten Testament, die eine Verbindung mit heidnischer Verehrung haben. Das Alte Testament Geschichtsbücher gibt es 549 Kapitel. Die durchschnittliche Erwähnung von Abfall finden wir 15 Mal in alle 10 Kapitel. Die Schlingen der Nichtgötter oder der Götzen oder der fremden Götter. Direkt vom Garten Eden, wo ein anderer Gott geehrt wurde, ist die ganze Geschichte des Alten Testaments mit den Wurzeln des Heidentums vergiftet. Israel und alle heidnischen Nationen verehrten viele, viele Götter, viele fremde Götter. Götzen war jeder heidnische Gott für Israel eine Schlinge oder ging im Hintergrund noch etwas anderes vor? Die Schlingen Baals und Asherah. Diese Studie zeigt, wie oft Israel und Juda immer wieder abfielen. Die Hauptgötter, die eine Schlinge für Israel waren, rücken immer wieder in den Vordergrund. Und zwar der Sonnengott Baal, Baalim und die Mondgöttin Asherah, Ashtaroth. Schon vom Berg Sinai sind dies die ersten zwei Götter, die Moses geboten hatte, nicht zu ehren. Moses sagte dem Volk, dass sie nicht einmal daran denken sollten, zur Sonne und dem Mond zu schauen, da sie bald dazu verleitet würden, diese zu verehren, wie es die Heiden machen. Moses hatte recht. Es wurde sehr schnell klar und deutlich, dass beide, Israel und Juda, mit dieser schrecklichen Krankheit dazu gebracht wurden, andere Götter zu suchen, auch nachdem sie von Jahwe mit mächtiger Hand befreit wurden, von Ur, Ägypten und Babylon. Juda ist am meisten verantwortlich, da Israel zerstreut war und nichts mit der Reform zu tun hatte, die geschehen sollte, nachdem sie aus der babylonischen Gefangenschaft befreit waren. Wer ist Baal oder Baal? Wissen wir das wirklich? Baal, die bedeutendste männliche Gottheit der Kanaaniter, war mit seiner Gemahlin Asherah die verlockendsten Gottheiten, die Israel im verheißenen Land gegenüberstanden. Zahlreiche Hinweise auf Baal im Alten Testament zeigen seine Attraktivität und seinen Einfluss auf die Israeliten. Das Buch der Richter berichtet über die zahlreichen Male, wie das Volk in Versuchung fiel, Baal zu verehren und zu dienen. Ahab und Isabel machten Baals Anbetung die königliche Religion des Nordreiches. Das finden wir in 1. Könige 16, 29 bis 31 mit einem Baal-Tempel in Samaria. Baal wie Asherah wurden auch auf den Höhen, auch als Haine bekannt, angebetet und erforderten Kinderopfer. Der Sonnengott Baal, Tammuz, Ra, Horus wurden angebetet in alten Zeiten. Sie wurden manchmal gezeigt mit einem Auge. Das meint das allsehende Auge. Mithra mit einem Heiligenschein. Ein Sonnengott mit einem Heiligenschein. Und Apollo mit einem Heiligenschein. Baals Gemahlin, wer ist das? Wegen Israels unvollständiger Eroberung des Landes Kanaan überlebten die Wurzeln des Asherah-Gottesdienstes von Semiramis und plagten Israel, sobald Josua tot war, liest Richter 2, Vers 13. Ashtaroth wurde als die Mondgöttin betrachtet und wurde oft als die Gattin
des Sonnengottes Baal dargestellt. Siehe Richter 3, Vers 7, 6, Vers 28, 10, Vers 6 und 1. Samuel 7, Vers 4, 12, Vers 10. Die Heine der Ashtaroth, diese Mondgöttin, wurde durch einen gepflanzten, astlosen Baumstamm dargestellt. Der Stamm wurde normalerweise in eine symbolische Darstellung der Göttin geschnitzt. Wegen der Verbindung mit geschnitzten Bäumen wurden die Orte der Ashtaroth oder Ashtoreth, Verehrung, Heine genannt. Die hebräischen Familienwörter von Ashtaroth, Mehrzahl, Asherim, können sich entweder auf die Mondgöttin oder auf einen Baumhain beziehen. Ashtaroth-Verehrung war verboten. Jahwe verbot durch Mose die Verehrung der Ashtaroth. In 5. Mose 16, 21 heißt es, neben den Altar Jahwes, deines Elohims, den du dir errichten wirst, darfst du keinen Ashtaroth-Pfahl aufstellen und auch keinen Baum pflanzen. Die von der Geschichte besiegte Göttin Ashtaroth. Die Verehrung der Ashtaroth wurde im alten Israel und Juda als ein Merkmal populärer Religion sowie die Anbetung Jahwes angesehen. Das ist von der biblischen Archäologie Rückblick. Trotz dieser klaren Anweisungen war die Ashtaroth-Verehrung ein ewiges Problem in Israel. Als Salomo in den Götzendienst absank, war eine der heidnischen Götter, die er in das Königreich brachte, Ashtaroth, genannt die Göttin der Sidonier. Das finden wir in 1. Könige 11, Vers 5 und 33. Namen und Symbole der Ashtaroth: Ashtoreth, Ashtaroth, Asherim, Atirat sind alle Pluralformen des Namens der Mondgöttin. Als vollbrüstige Erdmutter dargestellt, sprechen beide Symbole von Regeneration, Nahrung und Fruchtbarkeit. Sie war die Göttin des Waldes. Baumhaine waren ihre Tempel. Diese Göttin wurde oft als ein Baum oder als ein Pfahl bezeichnet. Der Maipfahl wird dieser Göttin zugeschrieben. Ashtoreth, die Mondgöttin. In Babylon war der Mond ein Gott. Aber nach dem Aufstieg der Sonnentheologie, als die größere Zahl der babylonischen Götter in Sonnengötter aufgelöst wurden, wurden auch ihre Frauen Sonnengötter Ishtar, die Tochter von Sin, die Mondgöttin. In Kanaan ließ Ashtaroth im Unterschied zum männlichen Ashtar ihre kriegerischen Eigenschaften fallen und wurde eine Mondgöttin. Die Himmelsgöttin. In Kanaan ging Baal in einen Sonnengott über. Die Göttin, die an seiner Seite stand, wurde die Vertreterin des Mondes oder die blasse Widerspiegelung der Sonne. Um 628 v. Chr. Bezieht sich Jeremia auf Ashtaroth, wenn er den Titel Himmelskönigin gebraucht, nämlich die Mondgöttin. Jeremia 7, 16 bis 18 und Kapitel 44, 17 bis 19 und 25. Isabel und Mondgöttin Anbetung. Zusammen mit Baal machte Isabel die Ashtaroth-Verehrung mit 400 angestellten Propheten der Ashtaroth noch häufiger. 1. Könige 18, Vers 19. Im Laufe der Geschichte wurden die Juden ständig versucht, diese heidnischen Götten zu verehren und an ihren Ritualen teilzunehmen. Es war eine verbotene Praxis, die schließlich zu Judas 70-jährigen Gefangenschaft nach Babylon führte, obwohl viele gute Könige die Ashtaroth-Haine zerstörten. Bleibe von den Hainen weg. Jahwe hasste absolut den Abfall seines Volkes, indem sie die Höhenheiligtümer besuchten und der Mondgöttin Tribut zollten.
In 5. Mose 16, 21 bis 22 heißt es, du sollst dir keinen Hain von Bäumen in der Nähe des Altars Jahwes, deines Elohims, pflanzen. Du sollst dir kein Bild machen. 1. Könige 11, 5. So verehrte Salomo Astarte, die Göttin der Sidonier und Milkom, das Scheusal der Ammoniter. 1. Könige 11, 33. So bestrafe ich sie dafür, dass sie mir den Rücken kehrten und sich niedergebeugt haben vor Astarte, der Göttin der Sidonier, vor Chemosh, dem Gott der Moabiter, und vor Milkom, dem Gott der Ammoniter. Sie sind nicht auf meinen Wegen geblieben und lebten nicht so, wie es mir gefällt. Salomo hat meine Vorschriften und Rechte nicht so beachtet wie sein Vater David. Es war ein Greuel für Jahwe. Warum? Die Haine und der Garten. Das ist der Baumpfosten der Aschtoreth-Mondanbetung. Vergleich den Baumpfosten mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Fing der Götzendienst bereits hier an diesem Baum an? Es ist jetzt an der Zeit, die alttestamentlichen Aufzeichnungen über Israels Interessen hinsichtlich heidnischer Götter zu betrachten und wofür diese stehen. Wir haben Baal, den Sonnengott, die Aschera, die Mondgöttin und die Höhenheiligtümer. Vom Jahre 1425 bis 1250 vor Christus das Buch der Richter. Die folgenden Tabellen geben einen kurzen Überblick über die Verehrung der heidnischen Götter und den Abfall der 12 Stämme. Beachtet die Daten durch die Geschichte Israels bis 400 vor Christus. Also hier ist Richter 2 bis 3. Das war 1425 vor Christus. Israel trieb nicht die Heiden aus. Dadurch waren sie ständig vom Götzendienst umgeben. Dann in Richter 2, 11 bis 13, die erste Erwähnung. Israel diente Baalim, den Sonnengott, der wichtigste Gott, und Aschtoreth, die Mondgöttin. Richter 2, 17 bis 19. Israel hörte nicht auf die Richter, sondern suchte die falschen Götter und diente ihnen. Richter Kapitel 3, 6 bis 7. Verehelichten ihre Söhne und Töchter mit heidnischen Völkern und dienten deren Götter. Das war um 1405 vor Christus ungefähr. In Richter Kapitel 5, Vers 8, 13, 15 vor Christus, sie reizten Jahwe zur Eifersucht durch fremde Götter, durch Scheusale beleidigten sie ihn. Und dann Richter Kapitel 6, Vers 10, 12, 50 vor Christus, Jahwe warnte Israel davor, die Götter der Amoriter nicht zu fürchten. Denkt daran, 200 Jahre zuvor hatte Mose Israel sehr strenge Anordnungen gegeben, damit das Volk von der Verehrung anderer Götter verschont bleibe. Nun die Frage, hatte Israel Probleme in ihrer weiteren Geschichte des Alten Testaments, die Sonnen- und Mondgötter zu verehren und zu dienen? Zwölfhundertfünfzig vor Christus, Gideon als Richter. Richter 6, 25 bis 33, da war ungefähr 1250 vor Christus. Gideon zerstört den Baal-Altar, den Sonnengott, der seinem Vater gehörte. Dann in Kapitel 10, Vers 6, 1205 vor Christus, die Kinder Israel taten wieder übel vor Jahwe und dienten Baalim, Sonnengott, sowie Aschtoreth, die Mondgöttin, und den Göttern von Syrien, Sidon, Moab, Ammon und die Philister und verließen Jahwe und dienten ihm nicht. Richter Kapitel 1, Vers 6. Und wieder taten die Israeliten, was Jahwe als böse ansah.
Dieser Abfall scheint jeder früheren in der Grobheit und Universalität des Götzendienstes übertroffen zu haben. Die Hebräer nahmen die Kultobjekte der verschiedenen heidnischen Länder an, die an Palästina angrenzten, wo sie lebten. Einige Wissenschaftler glauben, dass Israel tatsächlich ein Pantheon errichteten. Es ist schwer zu glauben, dass Israel zu universellen Götzen dienen wurden und jeden Götzen der umliegenden Nationen adoptierte. Baalim und Ashtaroth bedeuten Götter und Göttinnen im Allgemeinen. Als die Götter von Syrien, Bel und Saturn, Jupiter und Astarte, Götter von Sidon, Ashtaroth, Astarte und Venus oder Venus. Drittens die Götter von Moab, Chemosh. Viertens die Götter der Kinder Ammon, Milkom. Fünftens Götter der Philister, Dagon. Jahwe gab Israel auf und führte sie in die Gefangenschaft der Philister und der Ammoniter. Hier haben wir die Zeit zwischen 1120 und 985 vor Christus, die Zeit von Samuel, Saul und Salomo. In Richter 17, Vers 5, 1120 vor Christus, Micha hatte Hausgötter. 1. Samuel 7, 3 bis 4, 1110 vor Christus, Samuel sagte Israel, dass sie ihre fremden Götter und Ashtaroth, die Mondgöttinnen, entfernen sollen. Israel machte das eine Zeit lang unter Samuel. 1. Samuel 12, Vers 10, 1095 vor Christus. Israel diente wiederum Baalim und Ashtaroth. 1. Samuel 28, 13, 1055 vor Christus. Saul besucht die Hexe von Endor, die andere Götter hervorrief, um Samuel zu finden. 1. Könige 9, 6 bis 9, ungefähr 990 vor Christus. Jahwes Warnungen an Salomo, nicht anderen Göttern zu dienen. Dann haben wir 1. Könige 11, 2 bis 10, 985 vor Christus. König Salomo lebte, aber viele ausländische Frauen, denn er hatte neben der Tochter des Pharao Frauen von den Moabitern, den Ammonitern, den Edomitern, den Sidoniern und den Hittitern genommen. Jahwe hatte den Israeliten verboten, sich mit diesen Völkern zu vermischen. Sonst würden sie euch dazu führen, auch ihre Götter zu verehren, hatte er gesagt. Doch Salomo hing mit Liebe an diesen Frauen. Salomo hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen, die ihm immer mehr beeinflussten. So verehrte Salomo Astarte, die Göttin der Sidonier, und Milkom, das Scheusal der Ammoniter. Auf diese Weise tat Salomo, was Jahwe missfiel. Siehe auch 1. Könige 11, Vers 33. Milkam oder Molech, war eine mit Feuer geheizte Bronzstatue, in die die Opfer geworfen wurden. Oft wurden Kinderopfer auf geschmolzene, heiße Arme gelegt. Jetzt haben wir die Jahre 905 bis 785 vor Christus, Ahab, Athalia und Amazia. 1. Königin 18 und 19, 905 vor Christus, König Ahab und Königin Isabel, fremde Götter, sind für Elisas Elohim kein Vergleich. 2. Könige 10, 18 bis 28 und 11, Vers 18, 885 vor Christus, König Ahabs Verehrer von Baal, wurden alle getötet und Baals Tempel niedergebrannt. Das Haus Baals wurde zerstört mit den Altären und Bildern. 2. Chronik 23, 17, 880 vor Christus. König Jojada brach die Altäre und die Bilder nieder und tötete den Baals Priester. 2. Chronik 24, 7. Denn die gottlose Athalia und ihre Anhänger haben das Haus Jahwes verkommen lassen und haben selbst die heiligen Gaben, die für das Haus Jahwes bestimmt waren, für den Baalskult verwendet. 2. Chronik 25, 14.
ungefähr 825 vor Christus, König Amazia stellte Edom-Götter auf, betete sie an und rauchte ihnen Weihrauch. Amos 5, 21 und 26, 785 vor Christus, ich, Jahwe, hasse und verwerfe eure Feste, eure Feiern kann ich nicht riechen. Jetzt kommen wir zum Jahr 785 vor Christus, Israels heidnische Feste. Amos 8, 5 und 10, ungefähr 785 vor Christus, wie gesagt, ihr sagt, wann ist das Neumondfest endlich vorbei? Dann können wir Getreide verkaufen. Wann ist nur der Sabbat vorüber? Dann bieten wir Korn an. Wir verkleinern das Getreidemaß, vergrößern das Gewicht für das Geld und stellen die Waage falsch ein. Siehe Vers 10, eure Feste werden bitter sein. Israels, das sind die 10 nördlichen Stämme, folgten nicht Jahwes Monate oder ehrten seine Sabbate, wie sie es sollten. Natürlich sollte der Ausdruck Neumond mit neuer Monat übersetzt worden sein. Er spricht hier vom heidnischen neuen Monat und nicht von Jahwes neuen Monat. Wir wissen das genau aufgrund der Rebellion gegen den Sabbat und dem Abfall, der schon sehr lange andauerte. Hosea 2,11: Ich mache all ihre Freuden ein Ende, den Feiern am Neumond und Sabbat, den großen Festen im Jahr. Ihre, das sind die heidnischen Feste, heidnische Neumonde, heidnische Sabbate. Hosea 2, 8 bis 17. Israels Opfergaben wurden mit der Verbrennung von Weihrauch für Baal vorbereitet. Hosea 3, 1. Die Kinder Israels schauten auf andere Götter und liebten die Rosenkuchen der Heiden. Es wird später näher auf die heidnische Festhaltung Israels eingegangen. Nun sind wir beim Jahr 760 bis 740 vor Christus, die Gräuel von Ahas. Jesaja 1, 13 bis 14, das war ungefähr 760 vor Christus. Da heißt es, lasst eure nutzlosen Opfer, euer Weihrauch ist mir ein Gräuel. Neumond, Sabbat und andere Feste, sündige Feiern ertrage ich nicht. Anmerkung. 25 Jahre später werden die 10 nördlichen Stämme von Jesaja gewarnt, den heidnischen Kult loszuwerden. Er erwähnt ausdrücklich wieder ihre Neumonde und ihre jährlichen Feste. Dies sind heidnische Feiern und nicht Jahwes neue Monate oder seine jährlichen Feste. Micha 1, 7, ungefähr 750 vor Christus. Übertretungen von Samaria und Jerusalem, gegossene Bilder und Götzenbilder. 2. Chronik 28, 2, 740 vor Christus. Judas König Ahas folgte dem schlechten Beispiel der Könige von Israel. Er ließ Gussbilder für die Baale anfertigen. Er opferte den Göttern von Damaskus, die ihn geschlagen hatten, und sagte, diese Götter haben den König von Syrien geholfen, denen will ich auch opfern, dann werden sie auch mir helfen. Doch gerade sie waren es, die ihn und ganz Israel zu Fall brachten. Hosea 10, 1 bis 2, 740 vor Christus. Israels Götzenbilder und Altäre, sie opferten dem Baal, den Sonnengöttern, und räucherten den fremden Göttern. Siehe auch Hosea 11, 2. Das Alte Testament ist mit heidnischen Gräuel gefüllt. Bis 7:10 vor Christus, Hiskia, Hosea, Manasse. 2. Chronik 31, 1. Hiskias Königreich reformierte sich. Steinmale wurden zertrümmert, geweihte Pfähle wurden vernichtet, die Opferhöhen und Altäre abgerissen. Hosea 13, 1 bis 2. Ephraim sündigte mit gegossenen Bildern aus Silber und Opferkuchen aus Rosinen. 2. Könige 17, 10
und 16 und 41, 721 vor Christus. König Hosea stellte unter jedem größeren Baum geweihte Steinmale und Ascherim-Pfähle auf, machte zwei gegossene Stierbilder und verehrte das Heer des Himmels. 2. Könige 17, 7 und 16, 720 vor Christus. Die nördlichen Stämme wurden von Assyrien verstreut, weil sie anderen Göttern dienten. Zwei gegossene Stierbilder machten und Baal dienten. 1. Korinther oder 1. Chronik 5,25, 715 vor Christus. Manasse spielte die Hure und verehrte die Götter der früheren Bewohner. Jesaja 10, 10 bis 11, 715 vor Christus. Jesaja prophezeite, dass Jerusalem es schlimmer trieb als Samaria mit ihren Götzen. 2. Könige 18, 4, 7, 10 vor Christus. König Hiskia beseitigte alle Opferstätten, Steinmale und Pfahlbilder der Aschera. Micha 5, 13. Israels Götzenbilder werden zerschlagen, dann werden sie ihnen nicht mehr dienen. Ungefähr 700 Jahre zuvor hatten sowohl Moses als auch Josua Israel einen sehr ernsten Rat gegeben, sich nicht von den Heiden und ihren Göttern der Sonnenanbetung und Mondanbetung verleiten zu lassen. Israel beachtete diesen Rat nicht. Das ist der Grund ihrer traurigen Geschichte wiederholter heidnischer Knechtschaft und ihr Schreien zu Jahwe um Befreiung im Alten Testament. Als nächstes schritt Jahwe mit zwei Zeichen ein, um zu erkennen, ob er sein Volk dazu bewegen kann, ihm in den nächsten 700 Jahren seinen Anweisungen zu folgen. Um 701 vor Christus haben wir Hesekiels Sonnenuhrereignis. Das wurde von Jahwe gesandt, um Israels Abfall mit der Mondgöttin zu korrigieren. Das lesen wir in 2. Könige 20, 9 bis 11, 2. Chronik 32, Vers 24 und Jesaja 38, 7 bis 8. Eine wichtige Ankündigung: Es gab zwei Zeichen, die dem König Hiskia um 701 vor Christus gegeben wurden. Das Zeichen für das bevorstehende Jubeljahr in Jesaja 37. Zweitens das Sonnenuhrwunder in Jesaja 38. In einem Kommentar heißt es, die zusätzlichen 15 Jahre, die Hiskia gegeben wurden, endeten mit der Befreiung Jerusalems und markierte den Abschluss des dritten Jahres, des dritten Jahrzeichen. Das Sonnenwunder und andere Ereignisse rund um Hiskia verbinden sich mit dem Jubeljahrkalender, der für die Berechnung aller 50 Jahre der zugewiesenen 120 Jubeljahre verwendet wird. Der Bundkalender wird jedes Jahr von Monat zu Monat verwendet. Hiskias Zeugnis ist der einzige Marker im Alten Testament und der Angelpunkt, der den heidnischen Mondkalender herausfordert. Und auch das genaue Jahr für die Jahre 49, 50 und das erste Jahr des Jubeljahrkalenders festlegt. Erstes Zeichen, Jubeljahrkalendermarker. Jesaja 37, 30. Und dies soll dir das Zeichen sein, man wird in diesem Jahr, also dem 49. Jahr, den Nachwuchs der Ernte essen und im zweiten Jahr, das meint das 50. Jahr, was ausgesprochen ist, und im dritten Jahr, wiederum das erste Jahr, säet und erntet und pflanzt Weinberge und esset ihre Frucht. Unter der Annahme, dass das Sonnenwunder von Jesaja 38 ungefähr 701 vor Christus stattfand, dann ist dieses Jahr das 49. Jahr,
also 701 vor Christus. B. Das zweite Jahr ist dann das 50. Jahr, 700 vor Christus. Manche sagen, dass dies das 66. Jubeljahr war. C. Das dritte Jahr ist das erste Jahr des neuen Jubeljahres, also 699 vor Christus. Diese Information ist Teil einer Jubeljahr-Kalenderstudie. Die heutige Studie behandelt die Mondbestandteile des Bundeskalenders. Zweites Zeichen, Kalenderanpassung. Es gibt drei Schriftstellen zur Bestätigung dieses spektakulären Ereignisses. Erstens Jesaja 38, 7-8. Und dies wird dir das Zeichen sein von seitens Jahwes, dass Jahwe dieses Wort tun wird, welches er geredet hat. Siehe, ich lasse den Schatten der Gerade, welcher an den Sonnenzeiger Ahas durch die Sonne niederwärts gegangen ist, um 10 Grade zurückwärts gehen. Und die Sonne kehrte an dem Sonnenzeiger 10 Grade zurück, welche sie niederwärts gegangen war. Zweitens, 2. Chronik 32, 24. In jenen Tagen wurde Hiskia krank zum Sterben und er betete zu Yahweh. Und Yahweh redete zu ihm und gab ihm ein Wunder. Drittens, 2. Könige 20, 9-12. Und Jesaja sprach, dies wird dir das Zeichen sein von seitens Jahwes, dass Yahweh das Wort tun wird, welches er geredet hat. Soll der Schatten 10 Grad vorwärts gehen oder soll er 10 Grade zurückgehen? Und Hiskia sprach, es ist dem Schatten ein leichtes, 10 Grade zu fallen. Nein, sondern der Schatten soll 10 Grade rückwärts gehen. Da rief der Prophet Jesaja zu Yahweh, und er ließ den Schatten an den Geraden, welche er am Sonnenzeiger Ahas niederwärts gegangen war, um 10 Grade rückwärts gehen. Zu jener Zeit sandte Berodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, Brief und Geschenk an Hiskia, denn er hatte gehört, dass Hiskia krank gewesen war. Später wird diese Studie zeigen, warum oder wie das Sonnenwunder eine direkte Verbindung zum Mond und Israels Verehrung der heidnischen Mondgöttin hat. Hiskia wurde auf eine mächtige Art gebraucht. Hiskia war ein sehr guter König und reinigte das Land großartig vom Heidentum. Das alles ging verloren, als sein Sohn Manasse 55 Jahre lang auf dem Thron saß. So verdorben der König Manasse war, tat er doch Buße, bevor er starb. Unglücklicherweise wurden die Samen der heidnischen Anbetung Sonnen- und Mondgötter tief ausgesät und dauerten bis zum Ende des Alten Testaments an, wie wir zeigen werden. 698 bis 625 vor Christus, Manasse und Josia. 2. Chronik 33, 3 bis 6, 698 vor Christus. König Manasse baute die Höhen wieder auf, unterrichtete den Baalim, Altäre und machte Ascheroth und beugte sich nieder vor dem ganzen Heere des Himmels und diente ihnen. Und er ließ seine Söhne durch Feuer gehen und er trieb Zauberei und Wahrsagerei und Beschwörung und bestellte Totenbeschwörer und Wahrsager. Er tat viel Böses in den Augen Jahwes. Manasse tat Buße und entfernte die fremden Götter, Idole, Altäre und reparierte Jahwes Tempel. In 2 Jahren brachte König Amon all das Übel zurück, was Manasse endlich abgetan hatte. 2. Könige 22, 17, ungefähr 640 vor Christus. König Josia sah die Folgen, wenn man anderen Göttern dient und keine Buße tut. 2. Chronik 34, 3-7. König Josua entfernte alle Götzenbilder, Haine und Gräuel aus dem Land. Jeremia 1, 16, 630 vor Christus. Jeremia prophezeite Gericht gegen Juda, dass sie anderen Göttern räucherten.
Jeremia 2, 5, 28. Im Jahre 630 vor Christus, Juda folgte Götzen, diente dem Baal und spielte die Hure. Zephania 1, 4 bis 5. Jahwe wird Juda bestrafen, dass sie Baal, dem Sonnengott, und alle Himmelsheere dienten. 2. Könige 23, 5, 13, 14 und 24. 625 vor Christus. König Josia entfernte wiederum alle Götzenbilder, Heine und Gräuel im Land. Er schaffte die Götzenpriester ab, welche die Könige von Juda eingesetzt hatten, welche dem Baal, der Sonne und dem Mond und dem Tierkreis räucherten. (610-600 v. Chr.) Falsche Hirten von Juda. Jeremia 1,16, 610 v. Chr. Falsche Hirten lehrten Jahwes Volk, Baal zu folgen und zu dienen. Jeremia 19, 4 bis 5 und 13, 605 v. Chr. Sie bauten Höhen des Baals, um ihre Kinder als Brandopfer für den Baal im Feuer zu verbrennen, was Jahwe nicht geboten noch geredet hatte und in seinen Sinn kamen. Jeremia 7, 9, 18 und 31, 600 v. Chr. Juda diente anderen Göttern, räucherte dem Baal, backten Kuchen für die Königin des Himmels, der Mondgöttin, bauten die Höhen des Tophet, verbrannten ihre Söhne und Töchter im Feuer. Jerusalem liebte es, die Sonne, Mond und das Himmelsheer zu dienen. Das finden wir in Jeremia 8, 1 bis 5. In Jeremia 8, Vers 2 heißt es, und man wird die Knochen der Hirten Judas vor der Sonne und vor dem Mond und vor dem ganzen Heer des Himmels, welche sie geliebt und welche sie gedient haben und denen sie nachgewandelt sind, ausbreiten. Jerusalem hatte Jahwe durch ihre geschnitzten Bilder und fremden Götter gereizt. Jeremia 9,14. Durch ihren Starrsinn ist Juda den Baalim nachgegangen, wie ihre Väter sie lehrten. Jeremia 11,10 und 13,17 und 16,11. Beide, das Haus Israel und Juda, dienten anderen Göttern, beteten sie an und räucherten ihnen. Frage: Welchen Göttern folgten sie? Jeremia 23, 13 und 27. Die Propheten Samarias weissagten durch den Baal und führten das Volk Israels irre. Die Abtrünnigkeit nimmt mit der Zeit stark zu. (595-593 v. Chr.) Juda beweint den Tammuz. Hesekiel, ein Überblick. Der größte Teil des Buches Hesekiel ist eine Warnung, die heidnische Verehrung abzuschaffen. Hesekiel wird nach Babylon verbannt, die in Jerusalem verbliebenen verehren noch heidnische Götter. Hesekiel 8,14 und Hesekiel 8,16, ungefähr 595 v. Chr. Frauen beweinten den Tammuz, den Sohn von Nimrod, dem Sonnengott. Priester standen mit ihren Rücken gegen den Tempel und ihre Angesichter gegen den Osten gerichtet und bückten sich gegen Osten hin vor die Sonne. Hesekiel 20, Vers 26, 593 v. Chr. Sie ließen alles, was die Mutter bricht, durch das Feuer gehen, auf das ich sie verwüstete, damit sie wissen möchten, dass ich Jahwe bin. Also sie opferten dem Moloch. Mehr als 800 Jahre zuvor hatte Moses Israel davor gewarnt, anderen Göttern zu dienen. Sie weigerten sich jedoch zuzuhören und machten es schlimmer. 590-397 v. Chr. Bitte für Juda. Jeremia. Rückblick. Jeremia bestätigt auch, was in Jerusalem nach dem Angriff von Babylon geschah. In Jeremia 32, 29 bis 30 und 35
sowie Kapitel 44, 3 bis 8, ungefähr 590 vor Christus. Beide Israel und Juda bauten Höhen für Baal, dem Sonnengott, ließen ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen. Babylon wird die Häuser Judas verbrennen, die dem Baal Weihrauch dargebracht und anderen Göttern Trankopfer brachten. Klagelieder 4,10. Juda hat ihre eigenen Kinder gekocht, dass sie etwas zu essen hatten. Jeremia 44, 17 bis 25, 585 vor Christus. Juda räucherte der Himmelskönigin, der Mondgöttin. 400 vor Christus gab es immer noch Warnungen vor heidnischen Festen, die mit der Verehrung vieler heidnischer Götter verbunden waren. Malachi 2,3, das war 397 vor dem Messiah. Jahwe sagte, siehe, ich schelte euch die Saat und streue euch Mist in das Angesicht, den Mist eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. Die allerletzte Aufzeichnung bestätigt, wie tief diese Abtrünnigkeit ging. Sie verbrannten und verzehrten ihre Kinder, feierten heidnische Feste und folgten der Mondgöttin. Wir haben gerade einen Teil der Geschichte Israels verfolgt, und was geschieht, wenn man der Sonne und dem Mond dient und ihnen folgt? Israel bevorzugte die heidnischen Feste über Jahwes Satzungen und Festen. Es war ihre Bevorzugung, der Mondgöttin zu folgen, das ihre Festkalender am meisten beeinflusste. Die Mondgöttin erhält heute noch beträchtliche Beachtung, indem man ihr die Autorität gibt, die Mondphasen als Beginn des biblischen Monats oder den wöchentlichen Sabbat zu bestimmen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Indem die 4000-jährige Geschichte von Israel und Juda endet, ist es traurig zu beobachten, wie dieses Volk reuelos auf ihrem Weg des Abfalls noch schneller und entschiedener in ihren Gräueln fortfahren als ihre Vorväter. Wenn Jahwes Kalender wiederhergestellt wird, kann er gemäß seiner Verordnungen wieder verehrt und geehrt werden. Nicht nach der heidnischen Weise. Dieser historische Teil der Geschichte ist ein klarer Beweis, was man nicht machen und wo man nicht teilhaben soll. Wir wollen offene Herzen und Ohren haben, um weiter herauszufinden, was die Schrift und die Geschichte über dieses Thema sagt. In 1. Timotheus 5,21 wird jeder einzelne von uns aufgefordert, prüfet aber alles. Warum? Nur Lüge haben unsere Väter ererbt, nichtige Götter, und unter ihnen ist keiner, der etwas nützt. Jeremia 16, Vers 19 von der Elbefelder Übersetzung. Diese Präsentation wurde zusammengestellt von Charlene Forge und übersetzt und vertont von Walter Schöppel.